So, höchste Zeit, dass wir den großen Burschen hier mal einsetzen. Ich könnte ein paar Gegner brauchen. Geben Sie mir bitte ein paar Gegner in Doom. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Ah, hier ist noch was. Ein wahnsinniges Geheimnis gewesen. Durch Tür A oder durch Tür B. Was haben wir davon jetzt? 4. Das dürfte reichen für den nächsten Anzug. In der Geschicklichkeit verbessert. Haben wir schnellerer Modwechsel. Ist eigentlich ein bisschen schwachsinnig, aber mein Gott, was soll's. Chaingun noch hier umgebaut. Und wir können hier noch upgraden. Das nehmen wir. Da fehlt uns noch ein Mankebist. Nix. Habe ich bald. Nein, bald ist übertrieben. Was nehmen wir denn? Raketen? Nehmen wir Raketen, komm. Den werden wir noch oft genug brauchen, wenn es härter wird. Durch gedrückt halten der Waffenmod-Taste, also linken Trigger, werden jetzt bis zu 3 Ziele erfasst. Die Raketen werden zwischen den Zielerfassungen aufgeteilt. Okay, töte 5 Summoner mit Hilfe der Zielerfassungssalve. Okay, können wir machen bei Gelegenheit. Und genau kurz rausfinden, was die Summoner sind. Verringert die Aufladezeit. Das nehme ich gerne mit. Habe ich den Ding schon gekauft? Ja. Okay. Was waren denn die Summoner nochmal? Monster Summoner. Ach, die. Okay. Noch was ich machen muss. Das habe ich geschafft. Runenprüfungssteine und das ist jetzt erstmal ein bisschen egal. So krass geil. Müsste, glaube ich, den Mancubus noch mit der Shotgun erledigen. Wo ist er denn? Warum fallen die denn immer gleich um? Warum kann ich den nicht einfach ausschalten? Ist doch scheiße. Soll ich einfach nur umfallen? Wer will denn sowas? Das ärgert mich jetzt aber. Geil, lächerlich übertrieben. BFG 9000, da ist er. Ja, aber wo ist sie? Ich will sie haben. Wird hier irgendwo getestet. War's das? Ja. Sorry Leute, aber ich brauche euch leider zusammen. Kommt an hier. Okay, und jetzt kommt ihr beide. Komm, 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 ran hier. Komm. Sehr schön. Oh, wird die mir jetzt gebaut oder was? Oder war das jetzt einfach nur ein Waffentest? Nur ein Waffentest, okay. Naja. Diese Bastion ist. Egal. Gibt's noch irgendwie einen Weg nach oben? Oh, Moment. Aber nicht irgendwie durch einen Geheimgang? Doch, geht's. Ja, na klar. Wäre doch gelacht. Da ist er. Hallo.
macht so einen Spaß, die Geheimnisse zu finden. Es ist allerdings auch größtenteils recht einfach mit der Map. Also von daher... Ich will mir hier nicht auf die Schulter klopfen. Da liegt sie. G. Wo schreien die denn hier so krass? Ach, das ist bloß nochmal ein anderer. Ja, Leute, ich brauche euch nochmal irgendwie zusammen. Tut mir sehr leid, aber die Zeit müssen wir uns jetzt hier leider nehmen. Geht das nicht? Können wir mal ein bisschen anschauen, wie nett die beleuchtet sind. Okay. Noch viermal. Das ist doch dieselbe, die ich am Anfang des Levels gebraucht hätte. Retina-Scan fehlgeschlagen. Oh Moment, da hinten ist noch eine. Da hinten ist noch was zum Einsammeln. Ein Datenprotokoll. Wo kriege ich denn jetzt diese blöde gelbe Sicherheitsfreigabe her? Ja, das ist nochmal die Waffe. Codex-Eintrag zur BFG. Okay, schnalle ich jetzt gerade nicht richtig. Habe ich irgendwo eine gelbe Keycard übersehen oder wie? Aber wo? Weil ihr müsst doch den blöden Wegpunkt anzeigen. Das sind die Räume. Hier ist nix. Okay, irgendwas schnalle ich jetzt gerade massiv nicht. Und hier geht's nicht hin zurück. Ja, geil. Was genau wollten ihr jetzt von mir? Ah! Okay. Das hätte man jetzt, aber konnte man jetzt übersehen, möchte ich sagen. Zutritt gestattet. Hallo, Dr. Peters. Biometrischer Fehler entdeckt. Scanvorgang. Nicht autorisiertes Personal bestätigt. Ausschluss erfolgt in 5, 4, 3, 2, 1. So, war das jetzt clever und gut von mir? Aktiviere Lasersicherheitssystem. Oder war das jetzt dumm von mir? Tippe man mal drauf, man wäre jetzt hier zerschnitten worden.
Ah, vielleicht muss man diese komischen Energiezellen zerschießen. Nee. Kleiner Hinweis wäre cool. Das ist ja komisch. Hier geht's jetzt. Warum ging es denn von unten quasi nicht? BFG for the win. So, die BFG 9000 ist eine Waffe mit extremer Durchschlagkraft, die durch Drücken von Y angewählt wird. Ach, das ist nochmal eine Spezialwaffe. Nutze sie, um deine Gegner zu vernichten. Okay, aber mit was schießt die dann denn? Ich würde gerne mal sehen, wie sie funktioniert. Begeben Sie sich bitte zum Messungsaufzug. Dämonische Bedrohung auf Stufe 4. Okay. Und hier hätte ich so viel schönes Bonuszeug kriegen können. Aufzug. Dämonische Bedrohung auf Stufe 5. Begeben Sie sich bitte zum Nazareth-Aufzug. Aber wie komme ich denn da in den Raum für die Rundenprüfung? Dämonische Bedrohung. Okay. Gerade sagen, irgendwo geht's hier schon weiter, ne? Ja. So, Runenprüfung. Schwäche mit der Pistole 8 Imps und führe dann Glory Kills aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay. Wahrscheinlich wieder in dieser Kampfarena. Also in der mit den Treppen. Wo könnte auch auf der Rundenfläche sein? Ah, ist auf der Rundenfläche. Oh! Ah, ich war am Anfang zu zaghaft. Das mit dem aufgeladenen Schuss war keine gute Idee. Das Problem, Lebensenergie wird nicht wiederhergestellt durch die Glory Kills in diesem Level. Aber das war's. Ja, Gott, also. Pff. Gar nix. Gar nix. Na, lad schneller. Welcher Level ist das? Level 8? Kann das sein? Ungefähr? Oder Level 7? Ich bin ganz sicher. Level 7 oder 8 müsste das sein. Aber wie lädt man die denn auf? Okay, also die ist für die
Die ist mit diesen gelben, Quatsch, mit diesen grünen Markierungen angezeigt. Und die Kettensäge mit den roten. Und hier haben wir jetzt irgendwas Neues. Schauen wir mal kurz, was das ist. Schade, bevor genommen, Anfänger. Aber das auch nicht. Die Waffen selber, das ist also. Pff. Nö. Auch ein paar von den. Ah, sehr schön, das haben wir geschafft. Dann brauchen wir die hier noch. Scheiße. Okay, also die Herausforderung für die Doppelläufige ist schon mal erledigt. Und noch, da haben wir auch alles. Können wir noch irgendwas upgraden? Schauen wir mal kurz. 2 Waffenpunkte. Hier ist nichts. Und hier müssen wir die Leute mit den erhitzten Aufladungen zerstören. Gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Oh, was ist denn da los? Ach, cool. Ah, ne, jetzt bin ich in der Ebene höher. Jetzt bin ich irgendwo anders. Aufzug gesperrt. Ah, okay, jetzt bin ich hier oben gelandet. Okay. Quad Damage gibt's da drüben. Da drüben gibt's noch ein bisschen. Schilde, dann nehmen wir noch die mit, dann nehmen wir noch eine Kettensägeenergie haben wir. Da würde ich sagen, ab geht's, die Luzi. Mehr Gegner, Leute. Gegner in Gruppen. Das war nicht so geil. Das war geil. Danke. Kommt schön her. Nicht gezählt. Oh, was soll ich mit der nochmal machen? Irgendwas war doch mit den. Denen, was soll ich mit denen machen? Sekunde. Mancubi mit aufgeladener Dings, das haben wir erledigt. Hier haben wir auch erledigt. Hier kommt weiter. Dämon mit dem Hitzestoß, das geht auch nicht. Und Summoner. Das tun wir hin. Nein, vergessen. Nummer 1. Brauchen wir noch. Das brauchen wir. Kommt schön her hier. Das nächste. Das waren die nächsten. Ey, das macht so einen Spaß, das für diese Bonus-Sachen zu machen. Wie cool die auch auf Expressionen reagieren. Zu wenig. Irgendeinen richtigen trifft es hier immer.
Der Raketenwerfer wirkt extrem, als hätte er keinen Bums. Muss man leider mal so sagen. Der klingt nicht sehr kräftig. Das wirkt alles nicht. Hallo. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Ja, okay, ich gebe zu, es ist schon ein bisschen zu einfach alles. Aber mein Gott, das kann man vorher nicht wissen und es kann halt auch extrem frustrierend sein, wenn es dann vielleicht doch irgendwie zu lange, zu schwer an irgendwelchen Stellen ist. Das Risiko einzugehen wäre blöd gewesen. Achtung, Lazarus-Wartungsaufzug trifft ein. Obwohl, hier könnte jetzt nochmal was Lustiges passieren. Ja. Abregelung abgeschlossen. Oh nein! Ich wollte den Glory Kill haben. Ach, verdammt. Der war doch schon beschädigt. Dämonenpräsenz eliminiert. Ach, das war's schon? Aufgehoben. Leute, kein Grund zur Panik. Alles in Ordnung. Level geschafft. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.